In allen norddeutschen Bundesländern sind heute Apotheken geschlossen, Notdienste ausgenommen. Ein spürbarer Protest gegen Einsparungen und eingefrorene Honorare. Der Apothekerverband fordert, Bürokratie abzubauen und Leistungen besser zu bezahlen. Die Kritik richtet sich auch gegen Pläne von Gesundheitsminister Karl Lauterbach. Er will künftig Apotheken zulassen, in denen kein staatlich zugelassener Apotheker mehr vor Ort sein muss. Der Verband sagt, die Lage vielerorts sei ohnehin schon sehr angespannt. Klaffende Lücken in den Schubladen. Alltag für Apothekerin Dorothea Metzner. Der Hamburgerin fehlen vor allem Kinderantibiotika und Psychopharmaka. Es ist auch so ein Ohnmachtsgefühl, weil wir einfach nicht mehr gegen angehen können. Bis zu 5 Großhändler, Hersteller oder andere Apotheken muss sie anfragen, bis sie ein Medikament bekommt oder durch ein anderes ersetzen kann. Und viele Apotheken haben noch ein weiteres Problem, kaum Personal. Der Bundesgesundheitsminister will deshalb auch Apotheken ohne Apotheker zulassen. Die Pläne des Ministers, die er veröffentlicht hat, wie er sich die Zukunft der Apotheken vorstellt, das ist, glaube ich, der Bevölkerung nicht zuträglich. Auch Dorothea Metzner kritisiert den Plan Karl Lauterbachs. Um ihrem Berufsstand wirklich zu helfen, brauche es mehr Geld. Pro verschreibungspflichtiger Packung kriegen wir einen bestimmten Satz gezahlt. Es ist so, dass in den letzten 20 Jahren die Kosten, die Betriebskosten in der Apotheke aber um 60% zugenommen haben, aber diese Honorierung immer gleich geblieben ist. Dorothea Metzner reicht es. Heute schließt sie ihre Apotheke aus Protest. Und fährt nach Hannover. Hier versammeln sich Apotheker aus ganz Norddeutschland. Der Auftakt zu bundesweiten Aktionen gegen die Gesundheitspolitik. Zugeschaltet ist uns die Präsidentin der Bundesvereinigung Deutscher Apothekerverbände, Gabriele Oberwiening. Schönen guten Tag. Ja, guten Tag. Frau Oberwiening, heute sind die Apotheken in Norddeutschland also dicht. Wie erklären Sie das Ihren Kundinnen und Kunden in einem Satz? Die Apotheken sichern vor Ort die Arzneimittelversorgung, sie sichern damit auch den sozialen Frieden, sind dort wirklich Anlaufstelle und das wollen wir auch morgen noch sein und übermorgen noch sein. Und damit wir das bleiben können, müssen wir leistungsstark bleiben, müssen wir tatsächlich auch genug Menschen finden, die in unseren Apotheken tätig sind. Wir müssen deswegen auch eine ausreichende Wertschätzung durch die Politik erfahren. Und dafür demonstrieren wir, dafür protestieren wir, da wollen wir sensibilisieren, dass alle sehen, ja, auch für die Apotheke gilt es, sie braucht eine gewisse Unterstützung, damit sie das, was sie dort jeden Tag leistet, auch zukünftig noch leisten kann. Lassen Sie uns noch mal ein bisschen auf die Details schauen. Es gibt mehrere Aspekte, die Apotheker und Apothekerinnen Sorgen machen oder auch manche verärgern. Das sind gestiegene Kosten bei, so heißt es, von Ihnen gleichgebliebenen Gehältern. Außerdem gäbe es ja weiter Lieferengpässe bei Medikamenten und auch hohen bürokratischen Aufwand. Wen machen Sie für all das verantwortlich? Die Lieferengpässe haben natürlich viele Ursachen. Die Lieferengpässe bei den Arzneimitteln sind ja nicht nur in diesem Jahr, die gab es auch schon im vorherigen Jahr und die haben sich weit aufgebaut über mehrere Jahre. Aber die Last liegt natürlich jetzt bei den Apotheken und wir lösen diese Lieferengpässe, versorgen die Menschen noch. Und das wollen wir eben hier auch entsprechend anerkannt sehen. Wir können das sonst auf diese Art und Weise nicht mehr leisten. Dass hier Entbürokratisierung erfolgen muss, damit wir das leichter machen können, da liegt natürlich die Verantwortung in der heutigen Gesundheitspolitik. Da gibt es auch Bemühungen, etwas zu verbessern für uns. Allerdings das, was dort dann umgesetzt wurde, ist jetzt leider nicht tragfähig und hilft uns nicht, sodass für uns gerade die bürokratischen Aufwendungen sehr groß sind. Auch darauf machen wir aufmerksam. Wir brauchen hier eine tragfähige Entbürokratisierung, die tatsächlich auch dann für uns das Handeln leichter macht, damit wir den Menschen helfen können, wenn diese Engpässe da sind. Das ist sicherlich nachzuvollziehen. Sie sprechen ja aber auch ganz konkret die den Gesundheitsminister an. Karl Lauterbach hat ja Pläne vorgestellt, auch für Sie, für Apotheken. Es soll zum Beispiel mehr sogenannte Filialapotheken geben. Also dadurch eine bessere Versorgung auch gegebenenfalls im ländlichen Bereich, da wo zu wenig da sind. Warum halten Sie davon nichts?
An dieser Stelle würde ich gerne noch mal deutlich machen, dass die Versorgung in der Fläche, so wie sie heute haben, relativ noch gegeben ist. Und die zu stabilisieren, darum geht es. Es geht nicht darum, ein heute gut funktionierendes System schlecht zu reden oder marode zu reden, sondern wir haben heute was Tragfähiges. Sie haben das in der Pandemie erlebt. Sie erleben das jetzt bei den Engpässen, dass genau diese Vor-Ort-Apotheken in dieser heilberuflich geführten Struktur tatsächlich die Lösungen bringen. Und das zu stabilisieren, darum geht es, dass wir dann möglicherweise in einigen Bereichen, wo die Versorgung besonders dünn ist, weil auch da die Besiedlung möglicherweise sehr dünn ist oder es ansonsten irgendwelche strukturellen Probleme gibt in den Gegenden. Dafür gibt es im Apothekengesetz schon heute die Zweigapotheken. Und hier ist ein bisschen durcheinander gekommen, Zweigapotheke und Filiale. Die Zweigapotheken, da gibt es heute 11 in Deutschland. Und da möchten wir auch noch mal die Politik zu einladen. Das haben wir auch deutlich gemacht, dass wir gemeinsam mit der Politik diese Zweigapotheken, die dort entstehen, wo eine Behörde ein Versorgungsproblem identifiziert hat, dass wir da nochmal helfen, wie man das leichter umsetzen kann. Und solche Zweigapotheken, die müssen auch heute keine Rezepturen herstellen. Die Filialen, das sind Vollapotheken, die sind ganz normale Vollapotheken, wie jede Apotheke, die man seit eh und je kennt. Und diese Vollapotheken, die sind auch in stark frequentierten Bereichen. Die haben also keinen Qualitätsunterschied zu der ganz normalen Hauptapotheke. Und insofern ist es wichtig, hier zu differenzieren. Die Filialapotheken müssen in diesen Qualitätsansprüchen bleiben, sonst haben wir hinterher eine Zwei-Klassen-Versorgung. Einige machen dann keine Rezepturen, einige machen keine Notdienste, einige haben dann keine Apothekerin, Apotheker vor Ort. Und das würde natürlich für die Menschen bedeuten, dass sie gar nicht wissen, wo sie gerade welche Versorgungsqualität erwarten dürfen. Und da warnen wir vor und sagen ganz klar, das darf nicht sein. Jeder Patient muss sicher sein, dass er die volle Qualität der Versorgung in jeder Apotheke auch erhält. Das andere arbeiten wir gerne mit, dass wir hier die Flächendeckung, da wo es knapp ist, mit Zweigapotheken verbessern. Sagt Gabriele Oberwening. Vielen Dank für das Gespräch. Sehr gerne.